Ein wunderschönes Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Ernsthaft? Bist schon wieder? Auch Leute. So. Drive safe. Wenn ich auf den Rastplatz gehe. Naja, oder ich muss zweimal pennen. Das hätte mich was bringen, keine Ahnung. Was wird es regnet? Regnet es nicht mehr. So, wo ich jetzt lang fahren? Ist hier hinten offen? Ja, da hinten ist offen. So, wir haben jetzt wieder über 100.000. Nice. Das Ganze hat wenigstens finanziell was gebracht. So, wo muss ich jetzt lang fahren? Ja, genau. Okay. Er kann also direkt nach links abhauen. Sehr gut. Nach rechts mit doch. Als allererstes take Musik. Das ist aber keine Musik. Oh, da kommt die Musik. Das Witzige ist, diese ganzen Animationen, die man hier immer sieht, dass die Brücke hochgeht und runter geht und sowas alles, ist alles rein visuell. Also es wirklich, wenn wirklich bloß die Mesh-Dateien bewegt, während die Kollisionsboxen an Ort und Stelle bleiben. Das heißt, selbst wenn die Brücke oben ist, kann man trotzdem einfach über die Luft quasi rüberfahren. Das habe ich bei den Brücken probiert, die sich so drehen. Da kannst du auch einfach drüber fahren, selbst wenn die Brücken sich gedreht haben. Und dadurch, dass die Brücken ja links und rechts begrenzt sind und sich die Brücke, wenn sie sich um 90 Grad dreht, du ja quasi durch die Begrenzung durchfährst, selbst das funktioniert. Also genauso wie du nach links und rechts nach wie vor auch blockiert bist. Obwohl da ja auch die Begrenzung weg wären. Das heißt, wie gesagt, wirklich, die Kollisionsboxen sind immer so, wie als wenn die Schranken. Also, als wenn man da durchfahren könnte. Und das Ganze drehen oder hochheben der Bühne oder sowas, alles ist alles immer nur rein visuell. Ein witziges Detail.
Genauso wie wenn du auf der Brücke bist und die Brücke schließen möchte. Dann wartet die Brücke auf dich und das Boot auf die Brücke. Das ja, sehr interessant. Wobei ich echt mit weniger Wald und mehr Strand gerechnet hätte. Ja, weil wir wirklich nur durch Fichtenwald. War denn wieder ein Geheimweg? Nö, schade. Irgendwie dachte ich gerade zwar beim letzten Geheimweg, wo wir auch wieder raus hier vorkommen sind aus dem Geheimweg, war ja rechts diese Brücke, also der Tunnel. Und deswegen dachte ich gerade, dass hier vielleicht auch ein Geheimweg ist. Aber leider nicht. Twilight Cam. Oh. Das war so nicht geplant. Wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Der Strand hier. Wupp, wupp. Thank you.
Das sieht auch sehr schön aus hier. Ja, auch mit dem Holzhorn und dem Wasser dahinter. Ah, ist das schon echt nicht schlecht. Haben wir noch ein wunderschönes Sightseeing, aber in der Folge ein bisschen was gesehen. Ja, wie unser Hornbach hier. Thank you.
Ja, geiler Bieter. Ich meine, ich werde doch da hinten versuchen, aber das ist ein bisschen sehr weit weg von hinten auszuschießen. Weil hinten ist die komische Straße im Staufe, die wir fahren müssen. Hä? War das wohl nicht hinter uns? Wieso ist denn, wie ist das jetzt auf der Seite? Das Fotosymbol ist bereits hinter uns. Sehr interessant. Also kann man so ein schönes Bild machen. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Not bad at all. Da können wir vielleicht von der Straßenstaufe wenden, wo wir im Markt kommen sind. Ne. Ja, wir können gucken, ob wir da einen guten Spot finden, aber ich glaube kaum. Höchstens links. Dann bei der Kurve. Da können wir einen guten Spot vielleicht bekommen. Das ist vielleicht sogar möglich. Das klingt gerade sehr machbar. Newport. Ja, voll giftgrüner LKW, ey. Haha, geil. Das sieht cool aus. Das ist der eben hier, von hier aus können wir keinen guten Spot, da müssen wir unseren LKW von hinten fotografieren. Das macht gar keinen Sinn, außerdem ist das zu eine andere Brücke. Dort wird alles nicht funktionieren. Hinten wiederum. Mal gucken, ob das vielleicht sogar schon ein guter Spot ist. Ich wollte es zwar erst nach der Kurve machen, aber vielleicht ist doch das ein guter Spot. Erschreckend, ja. Ah, wobei das Gebäude hinten stört so ein bisschen. Ich meine, ich habe die Brücke zwar im Hintergrund, aber eigentlich nur hier vorne in dem Bereich. Egal, kann ich haben. So. Problem ist, durch dieses Walmart-Gebäude, wenn ich jetzt hinter die Kurve fahre, dann verdeckt das Walmart-Gebäude die Brücke halt noch mehr. Das wird wahrscheinlich doch nichts. Ah, geht so. Problem ist halt, der LKW ist nicht schräg genug, damit es das ein schönes Motiv ergibt. Wenn ich mich hier auf den Wagen raufstelle, mal gucken, wie das aussieht. Erschreckend dämlich. So, ich kletter mal über die Wohnwagen drüber. Stoppt bestimmt niemanden. Ne. Oh, wir rüberspringen hier. Ah. Ah, ne. Ne.
Oh, hier ist eine Briefkastengesellschaft. Ja, nee. Das wird. Durch die hässliche Wallmarkt-Gebäude bin ich ja echt limitiert, was das angeht. Ah, ist natürlich hässlich. Haben sich einen echt hässlichen Spot gesucht, die Schweine. Blockieren damit die ganze schöne Aussicht hier, ey. Habe ich Vorfahrt? Darf ich fahren? Wer hat Vorfahrt? Gibt es eine Ampel? Nee, ne? Ich fahre einfach mal. Tschüss, ist die Kanada. Herzlich die große Brücke. Warum ist der Schiff, wenn er nicht mehr Wasser ist? Das macht gar keinen Sinn. Nice. So, da haben wir ja unsere Strecke jetzt abgeschlossen, ne? Cool. So, würde ich mal gerne mal gucken. Wie sieht das denn aus? So, in die Halbgarage, oder? Genau, alle Garagen sind voll. Das heißt, das nächste, was wir machen, dürften wir eine neue Garage kaufen, ne? Oder wir können mal gucken, ob wir für ein bisschen was anderes Geld in die Hand nehmen. Zum Beispiel für neuen Auflieger. Weil da haben wir ein paar Auflieger mittlerweile. Schon mal, dann gucken wir hier. Auflieger-Manager. Auflieger-Händler habe ich doch. Gibt es hier noch irgendwelche interessanten Auflieger, die wir haben? Sowas hier zum Beispiel wäre auch gar nicht mal so, so verkehrt. Ich meine, in der Theorie kannst du natürlich auch sowas wie sowas hier nehmen. Ja. So. Wie sieht's denn aus? Ja. Ah, so könnte man durchaus nutzen. 82.000 Pounds. Oder halt sowas hier. Also, wobei ich sowas dann schon als richtiger Box-Auflieger nicht nutzen würde. Wobei das so eigentlich auch. Genau, so die Art, ne? So was hier. So, das könnte man natürlich machen. Mal gucken, ob man da was Schönes gewerkelt bekommt. Gibt's auch mit meinen Briefkasten? Oh, ne, natürlich nicht. Dachte ich auch nicht, nicht. Sad life. Dann halt doch einfach weiß. Da
habe 132.000. Also siehst du, bevor ich überhaupt rumgucke. Für den Fall, dass wir doch mal schön das finden, was ich, wo ich mir denke, ja, das müssen wir direkt kaufen. Sollten wir dafür sorgen, dass wir es auch kaufen können. Ungefähr so. Wobei, da gucken wir am besten mal nächste Folge nach. Dann wird nächste Folge eine Auflieger-Kauffolge oder LKW-Kauffolge oder eine. Mal gucken, was wir überhaupt sinnvoll kaufen können. Folge. Das sind dann immer diese folgenschweren Entscheidungen. So. Aber schön hier. Beauty Shot. Wobei in der Folge habe ich mir jetzt genug Beauty Shots gemacht. Egal. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder. Bis dann.